Liebe Barbara, ich habe dir um ein Interview gebeten zu einem ganz speziellen Impuls von uns, raus aus der Box. Ja. Magst du uns kurz sagen, was ist denn raus aus der Box? Raus aus der Box ist ein wunderbarer Workshop auf einer Alm in Abtenau. Die haben wir ganz spontan kreiert, diesen Workshops, wo es darum geht, aus dieser Fühl- und Denkmatrix auszusteigen, weil Erfahrungen, die wir machen, eigentlich oft das sind, was uns auch begrenzt, zwar scheinbare Sicherheit gibt, aber gleichzeitig vergessen wir dann, dass man out of the box denken kann. Wir haben ja auch die Situation mit Partnern, Wegbereitern, die sagen, jetzt müssen wir nochmal durch, jetzt müssen wir nochmal 10% mehr arbeiten und dann machen wir irgendwo noch 4 Tage Wochen und so. Irgendwo dieses Zurück, was ja natürlich ist, wird es das geben? Wie siehst du das? Jetzt muss man helfen, zurück wohin? Naja, vor Corona sage ich jetzt einmal bewusst. Also in Zeiten, Okay. wo noch mehr Mitarbeiter waren, wo das noch besser handelbar war, wo Strategien machbar waren. Heute ist ja ganz wenig noch mehr planbar. Das meine ich. Gib's wieder zurück. Also ich hoffe, dass es kein Zurück gibt. Und ich hoffe auch, dass es kein Zurück gibt zu dieser Normalität. Ich kann mich so gut erinnern, wie wir mit Unternehmen und auch Privatpersonen immer wieder darüber gesprochen haben, es ist Zeit für eine Veränderung. Endlich braucht es was Neues. Es braucht Lebendigkeit, es braucht Bewegung in den Unternehmen. Es braucht weg von Nutzen hin zu einer Wirkungsorientierung. Es braucht es hin zu einer Sinnorientierung, hin zur Freude am Arbeitsplatz. Also na, das haben wir auch vor Covid und vor dieser Corona-Krise nicht gehabt. Also ich will nicht zurück zur Normalität. Und viele haben gesagt, so kann es nicht mehr weitergehen, schon vor Corona. Und jetzt haben wir die Situation, wo wir gefordert sind. Jetzt höre ich ja immer wieder von Unternehmen, Unternehmerinnen, naja, ich weiß jetzt, Kontrolle, das funktioniert nicht mehr, will ja nicht mehr, aber wie ändert man so Gewohnheiten? Was wird da passieren, diese 3 Tage auf der Welt? Naja, ich finde es spannend. Ich habe mich in der Vorbereitung, also wir sind ja zu dritt, ich spreche immer von wir, das ist der Gregor Sieböck, der Martin Hudecker und ich machen diesen Workshop auf der Alm. Drei sehr unterschiedliche Charaktere, die wunderbare Erfahrungen auf unterschiedlichsten Arten und Weisen in ihrem Leben gemacht haben und die erkannt haben, dass es gemeinsam, so wie in der Ökonomie der Menschlichkeit, einfach noch viel mehr gibt, als wie jeder von uns allein in einem Workshop kreieren könnte. Und was passiert dort? Ich habe mir da ein Zitat heute rausgeschrieben von Konfuzius, der ja immer ganz konfus machen kann, aber genauso auch was aufzeigt. Und zwar lautet dieses Zitat: Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken. Sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben. Ich lasse es mal wirken, gell? Und wir sprechen immer von Innovationen. Und Unternehmer wollen auch permanent Innovationen, aber wollen gleichzeitig in ihren Systemen bleiben. Und wenn wir jetzt von Erfahrungen sprechen und das den Weg hinter uns beleuchtet, weil ja Erfahrung was ist, was wir gemacht haben, dann sind wir auch im Blick nach vorne mit dem beschäftigt, was hinter uns liegt. Und das ist Core-Innovation. Und deshalb laden wir auf dieser Alm Unternehmen, Unternehmerinnen ein, wirklich auszutreten aus dieser Box, aus diesen Systemen. Wie in ein Denken ohne Schwerkraft und einzusteigen in ein neues Erkennen, in ein gemeinsames Entfalten und ein sich neu orientieren können. Das heißt nicht, dass Erfahrungen, die wir gemacht haben, schlecht sind. Es heißt lediglich, dass es Zeit für Neues ist. Es heißt, dass es Zeit ist für Wein in neuen Schläuchen und nicht neuen Wein in alten Schläuchen. Und das ist das, was wir bei Out of the Box oder Raus aus der Box, dieses neue gemeinsame Denken und Fühlen möglich machen. Das bedeutet, dass es darum geht, ein neues System zu haben. Kein hierarchisches System mehr, das bisher gedient hat,
aber wo wir auch schon vor Corona Covid gewusst haben, so ganz ist es das nicht mehr. Rein in ein kohärentes Zusammenwirken im Unternehmen. Und da ist die Ausrichtung dann ganz klar von allen Mitarbeiterinnen. Die haben ein gemeinsames Anliegen, ein gemeinsames Herzensanliegen und geben ihr Bestes für die Firma, weil sie wissen, wie die Firma, wie das Unternehmen ihnen selber dient, wie das der Wirtschaft dient und somit uns allen in der Gesellschaft. Schön. Berührt mich als Organismus eigentlich, gell? Als Gesamtorganismus. Wunderschön. Du, Barbara, ihr werdet ja da oben kochen, auch einfach schlafen. Magst du zu diesen Gegebenheiten noch kurz was sagen? Die logistischen Gegebenheiten, das klingt immer so auf der Alm. Also ich bin ja aus Tirol, wie man vielleicht meiner Stimme anhört oder meinem Dialekt. Die Alm ist Luxus. Die Alm ist überhaupt keine Hütte, sondern es sind wunderbare Lager, wo Matratzen liegen, wo sich jeder einen feinen, gemütlichen, erholsamen Schlafplatz herrichten kann. Der Michael mit seiner Familie hat da einen wunderbaren Raum auf dieser Alm geschaffen. Es ist ein Kachelofen mit dabei, wo wir uns selber Feuer machen. Es ist ein Herd mit dabei, wo wir uns gut kulinarisch verwöhnen werden. Mit regionalen und gesunden Lebensmitteln und wo wir da gemeinsam schauen, was braucht es. Es gibt besondere Plätze in der Natur. Die Natur ist einfach der schönste Seminarraum, den es gibt. Und so werden das ereignisreiche, würde ich sagen, erholsame und gleichzeitig kreativ innovative Tage werden. Schön, fühlt sich ganz, ganz gut an. Ein Meilenstein auch für uns, das erste buchbare Angebot, das wir haben als Ökonomie der Menschlichkeit. Ich freue mich sehr drauf und das ist so schön für mich, das ist so flüssig entstanden. Ihr seid drei ganz besondere Menschen, wo es da du gesagt hast, so eine Verbundenheit und so eine Klarheit habe ich auch noch nie gespürt und das ist ganz erstaunlich, gell? Es ist wirklich das was uns auch so berührt, die mit, da bist du einfach Teil davon, ist wirklich dieses Ineinanderwirken. Ineinander ist der Workshop entstanden, ineinander wirken mit der gleichen Ausrichtung, dem gleichen Herzensanliegen. Ist das, wie wir arbeiten und ist das auch, was das neue Unternehmersystem, die neue Struktur für Unternehmen darstellt. Die zeigen wir dort auf, das werden wir sicher kommunizieren und gut aufzeigen und verständlich machen, damit auch wirklich Unternehmer diesen Prozess erleben dürfen, die Menschen, die dort sind und gleichzeitig das dann in die Unternehmen tragen können. Also es ist ein Prozess für jeden selber und gleichzeitig was zum Mitnehmen fürs Unternehmen vor Ort. Jetzt haben wir viele Unternehmer und Unternehmerinnen enormen Druck, 3 Tage sie auszunehmen. Das ist für viele Herausforderung. Warum sollten sie es dort tun? Weil es einzigartig ist. Ich kann es gar nicht anders nennen. Also ja, der Druck ist groß, der ist riesig, der Druck wird auch größer werden. Ich verstehe das aus vollstem Herzen. Und nicht nur der Druck, die Herausforderungen. Also die nächsten Monate werden für Unternehmer richtig eine große Challenge sein. Warum brauche ich es, dass ich mich 3 Tage rausnehme? Ich kann durchatmen. Ich habe einen Rahmen, der eben out of the box, raus aus dieser Unternehmensbox, die jeder hat. Jeder hat seinen Rahmen, kann Kraft tanken, kann mich mit anderen Unternehmern austauschen, kann Sorgen und Nöte besprechen. Und kann gleichzeitig aus dem heraus Neues definieren, Neues kreieren und Neues erschaffen, damit genau diese Zeit gut und sogar entwicklungsfördernd der nächsten Monate stattfinden kann. Schön. Barbara, vielen, vielen Dank. Gerne, danke dir.